Geld. Hier liegt da tatsächlich noch Geld rum. Also, ich weiß gar nicht, wer sowas liegen lässt. Also, hier, schaut mal. 200 Euro in einem Glas, die verschiedenen, ja, Währungen. Ich weiß gar nicht, was ist denn dabei? Müssen wir mal eben gucken. Herzlich willkommen und da habe ich mal wieder ein neues Video. Irgendwo im Nirgendwo, irgendwo auf Mallorca. Wir sind auf Alcatraz, sagt man das, auf der Insel. Ja, zumindest steht das hier. Ich schalte für euch mal die Kamera um und wir schauen uns mal hier so ein bisschen um. Ja, eigentlich ein prima Ausblick hier von der kleinen Insel. War mal ganz liebevoll gemacht, hat man hier auf die Insel einen Tisch gestellt und vom Tisch aus konnte man also direkt in den Pool überall reinschauen. Das hinten ist übrigens Philipp, der kann mal kurz winken, der ist heute mit mir unterwegs. Und wir gucken mal, was denn hier noch so alles ist. Also hier ist eine kleine Brücke, habe ich ja gesagt. Vorsichtig zurück, wer weiß nicht, dass sie zusammenbricht. Und ja, hier ist natürlich alles schon zugewuchert, die Palmen ein bisschen vertrocknet, haben lange kein Wasser mehr gesehen. Und ja, hier gibt es dann auch noch eine Bar mit Uhr. Ja, ist aber auch alles inzwischen schon stehen geblieben. Ja, so eine richtige Beachbar und Piratenbar hat es hier auch. Und dass das Ganze wohl ein bisschen in deutscher Hand war oder viel Deutsche waren, kann man an dem Schild sehen. Wer Bier trinkt, hilft der Landwirtschaft. Und ja, wer kein Bier trinkt, trinkt vielleicht Gin Tonic. Da liegt dann noch so eine Art Schlauchboot. Und mitten in die Bar eingebaut, da könnt ihr das vielleicht sehen, ist so eine Palme. Und jetzt weiß man nicht, woran es lag, dass die kaputt gegangen ist. Entweder war der Palmenrüssler da mal wieder drin. Oder das kommt, weil man die so umbaut hat. Oder weil sie vielleicht kein Wasser gekriegt hat. Ansonsten ganz nett, so ein Innenhof, so ein Patio mit kleiner Bühne, Sonnenstühlen und einer kleinen Parkanlage. Ja, in der Parkanlage gab es noch mehrere Baranlagen. Also oben haben wir ja schon eine gesehen. Hier ist eine mit einem Pizzaofen noch und einem Außengrill mit einem Wasserspiel. Da könnt ihr das sehen. Das ist ein kleiner Wasserfall, der hier angelegt war. Und hier schaut euch das mal an. Richtig große Grillanlage, wo man dann erst sogar ein Spanferkel drauf grillen konnte. Also das ist schon nett gemacht alles. Dahinter versteckt haben wir noch so einen Kinderspielplatz. Ja, und davor eben halt für die Eltern das Bier zu trinken. Aber natürlich, da könnt ihr das auch sehen, schon Ewigkeiten kein Bier mehr geflossen. Und dann hat man hier, so wie eben in der anderen Bar, was verbaut. Hier ist einfach mal ein Surfbrett verbaut worden als Tresen. Ich denke mal, auch eine feine Sache. Ja. Ja, und guck mal hier, da kann man sich so, hat man sogar gleich Früchte ernten können. Die Kaktusfeige ist übrigens, die kann man ja in Deutschland auch kaufen. Guck mal, seht ihr da diese Dornen? Das heißt, wenn man die hier ernten will, muss man wirklich die Dornen erstmal sich abarbeiten. Das macht man am besten mit einem Gummihandschuh, wo es nicht durchsticht. Und dann muss man das alles abmachen und dann kann man richtig Kaktusfeige genießen. Und das steht hier ja, direkt neben der Bar. Und da gibt es natürlich dann auch normalerweise das gute San Miguel. So, wir sind jetzt in den Hauswirtschaftsbereich gekommen
und gibt es hier so einen Raum, wo ja noch Handtücher, Decken lagern. Da steht ein Bügelbrett. Da sind auch noch Schwimmwesten da unten. Also ja, und hier, ja, wie es sich gehört für ein Hotel, ordentliche Waschmaschine hier von Miele. Also wenn Waschmaschine, dann schon wenigstens Miele. Und natürlich den passenden Trockner auch noch dazu. Auch von Miele. Typenschild habe ich jetzt noch nicht gesehen mit dem Jahrgang drauf, aber wer weiß, vielleicht kriegen wir das noch raus. Hier haben wir so einen Raum, da sind die Stuhlbezüge drin für die ganzen Sommerbestuhlungen. Und da gibt es da Weinkaraffen, jede Menge Gläser, Weingläser hier. Ja, natürlich alles ab bisschen verstaubt. Ja, hier sind wir jetzt im Technikbereich für den Pool. Das sind die beiden Poolfilter. Ja, die ungefähr so 1,50 Meter Durchmesser haben. Und hier die ganzen Schieber zum Rückspülen. Und da unten seht ihr, da läuft sogar noch das Wasser. Das läuft nicht, weil da was im Pool drin ist, sondern weil es die Tage so stark geregnet hat. Und jetzt tropft es an der Stelle raus. Das heißt, der Pool ist auch schon kaputt. Also das ist, was steht denn da drauf? Aspiration Fondo, das heißt die Ansaugung unten. Das ist die Bodenansaugung. Da hat der Pool einen Defekt. Und da steht eigentlich sogar noch oben beschrieben, wie man den Filter spült. Eine kleine Anleitung dazu. Also con el aspirar, also zum Saugen, 5 será los otros. Also die anderen sollte man eben halt zumachen, wenn man den ja, saugen will mit dem Sauger. Und ja, ich glaube ja auch so ein bisschen Sparvariante bei dem Pool. Normalerweise sind die für so einen großen Pool auch etwas größer. Die Pumpen, da fehlt hinten schon die Abdeckung für die Motoren. Und da könnt ihr es auch sehen, Des Agbe, da gehe ich mal ein bisschen dichter ran, steht es auch Des Agbe, das heißt, das ist Abwasser und das ist, da haben wir einen Bypass. Lavado heißt waschen, also spülen. Und ja, je nachdem, wie man den Filter umspült, entweder macht man das so, dass man das Wasser von unten nach oben reinspült, dann wäscht man den, oder man drückt das Wasser von oben nach unten und dann filtert das Ganze. Ja. Aber wie gesagt, alles plündert. Die Jungskasse ist auch schon geplündert. Ja, hier im Außenbereich ich dann auch noch einiges, so als hätte man das noch alles versucht auszuräumen, aber ist dann doch liegen geblieben. Und guckt mal hier, selbst die Weihnachtsgestecke liegen da noch und haben den Sommer über ordentlich Sonne gekriegt. Ich weiß nicht, wie lange das schon steht, aber ich würde sagen, schon etwas länger. Hier so ein paar Gläser. Dann, ja, da hinten wollte man weiterbauen, da steht eine Mischmaschine und hier drunter, das will ich jetzt nicht so ganz aufreißen, da sind noch zwei Jetskis. Die sind dann auch irgendwie liegen geblieben. Da haben wir noch zwei Kajaks. Ja. Ja, so, jetzt sind wir im Hotelzimmerbereich. Wir haben einen Eingang gefunden. Steht wieder eine Tür auf. Und das Ganze ist natürlich alles hier so ein bisschen prüft. Hier steht eine Klimaanlage rum. So, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Zimmer A. Mal gucken, ob jemand zu Hause ist. Das ist abgeschlossen. Das ist auch abgeschlossen. Und hier gibt es jede Menge Lektüre. Kleine Bibliothek haben wir auf jeden Fall hier. Oh, das passt ja. Der Blogger. Das ist ja was hier. Und ja, alles Mögliche. Da sind ja noch so goldene Bücher. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Gucken wir doch mal. Enzyklopädie, also diese Dinger, die haben früher mal richtig viel Geld gekostet. Die haben viele sich ja auf ja, Kredit gekauft und so weiter. Das war dann immer ganz wichtig, dass man so eine Enzyklopädie hat. Heute gibt es Google, da braucht man das Ganze nicht mehr. Und da hier sanfte Massage mit ätherischen Ölen. Ja, und da ist
Da ist sogar eine Tür mit Schlüssel. Jemand zu Hause? Housekeeping. Ja, mal gucken. Also, es riecht hier frisch. Also, was muss man sagen? Es ist nicht irgendwo, dass es hier jemand zu Hause? Nee. Also, aber auch verlassen alles. Ne? So eine Elektroheizung, da steht ja noch ein Fernseher. Oh, die waren mal nett eingerichtet, die Zimmer. Guckt euch das mal an. Mit Blümchen, Schränkchen und sogar eine Blume gab es auf dem Zimmer. Und hier, nun auch was Feines, guckt euch das mal an. So verschiebbare Raumteile. Und wenn man das auch vormacht, dann ist das doch gar nicht so verkehrt. Wenn man es dann weiterzieht, dann kann man sogar da wieder rausgehen. Cloud Monet. Ach Mensch, das Bild ist aber auch schon mit Sonne versorgt. Ja. 19x8. Ich weiß gar nicht, wie das Kunstwerk heißt. Ich würde sagen, verblichen von der Sonne. Waterline. Water Lilies. Wasserlinien. Achso, das soll das von Cloud Monet Wasserlinien sein. Also ich würde sagen, ausgeblichen von der Sonne. So, wir sind dann wieder weg. Also, wie gesagt, es ist keiner da. Das Hotel steht leer. Philipp, wir machen die Tür wieder zu. Das, was auf war, machen wir wieder dicht. Einfach abschließen jetzt. Und dann schicke Türklinke eigentlich. Ne? Guckt euch das mal an hier. Ja, ist zu, würde ich sagen. Schlüssel hat gesteckt, bleibt da wieder drin. So. Vorteil ist natürlich wirklich bei solchen Anlagen, wenn man Kunstblumen hat, die verwelken nicht. Da ist nur ein bisschen Staub dann drauf. Ich habe übrigens noch was entdeckt. Und zwar die Vorstadtkrokodile. Guckt mal hier. Da, ihr kennt das noch von früher. Da gibt es auch einen Schauspieler, der auf der Insel wohnt, in Campos. Der hat da damals mitgemacht. Und Kaya Jana made in Germany. Anselm Grün. Und ja, doch, ein paar schicke Bücher dabei gewesen hier. Aber auch gut Staub drauf inzwischen. So, wir haben einen Eingang gefunden in das Hotel hinein oder zumindest in den Gastraum. Und ja, war mal richtig gut, hat hier jede Menge Sterne bekommen bei Holiday Check. Aber das Ganze ist eben halt, das seht ihr sehen, 2016, das letzte Mal, dass dann Check stattgefunden hat von Holiday Check. Ja, und hier steht eigentlich alles noch rum, weil die hatten irgendwie versucht, hier einen Flohmarkt noch zu machen zum Schluss. Also da konnte man Fahrräder für 20 Euro kaufen und selbst den Flügel, den es hier mal im Hotel gegeben hat, für 3.500 Euro. Ja, und ja, steht hier alles eben halt noch rum, samt ja, allen möglichen Kram, also von Gläsern über Grill, Golf. Klamotten stehen ja auch noch. Also hier konnte man sogar golfen in der Nähe oder konnte sich das hier alles im Hotel ausleihen. Muss mal wirklich was Tolles gewesen sein. Und ja, zum Schluss, letzte Aktion war hier wohl der Flohmarkt. Da steht es auch drauf, jedes Teil 50 Cent, 10 Teile 4 Euro. Ja, selbst ein Fernseher steht denn da noch. Stühle gab es ja auch. Und was wir noch gefunden haben, ist Geld. Hier liegt da tatsächlich noch Geld rum. Also ich weiß gar nicht, wer sowas liegen lässt. Also, hier, schaut mal. 200 Euro haben wir gefunden. Direkt in dem Hotel. Und damit wir es jetzt auflösen. Das ist tatsächlich nachgemacht. Das ist so eine Attrappe von so einem 200-Euro-Schein. Also der ist nicht echt. Aber dafür ist das internationale Trinkgeld noch hier geblieben. Das könnt ihr sehen. Das ist dann hier drin in dem Glas. Die verschiedenen ja, Währungen. Ich weiß gar nicht, was ist denn dabei? Müssen wir mal eben gucken.
Machen wir ein bisschen Licht hier. Was Russisches hier. Dann. Was haben wir hier noch? 10 irgendwas. Ich weiß nicht, wer das erkennt. Der kann es ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. 1 Million Mark, sogar Reichsmark. Aber ich glaube, das ist hier schon sehr lange. So, wir packen das nochmal wieder rein. Wir nehmen nichts mit. Wie immer steht es ja auch unten dran. I'm Mr. Right. Genau der Richtige. Ja. Ja, hier war dann so eine Art Empfang und Office für die Gäste. Kassensystem. Eigentlich alles sehr modern gewesen. Und hier sind wir dann hinter der Bar. Und da unten, da haben sich schon irgendwelche schwarzen Dinger, irgendwelche Grußkram ist das, weiß ich, vom Saubermachen. Letzte Geschirr ist dann auch noch drin geblieben. Die Milch, oh, da können wir mal gucken. Philipp, drehst du das mal eben um? Gute Milsani, da muss hinten ein Datum drauf sein, ob wir das noch rausfinden. Irgendwo an der Seite, was ist da eingeprägt? Was steht da drauf? 17? 17.11.19? Mhm. Nee, 17.01.19. Also im Januar 19 hat hier noch jemand Milch gehabt oder die so lange haltbar war. Und dafür ist dann hier das ganze Wein. Der Weinbestand ist noch da. Hinten steht die Kaffeemaschine. Wobei die selber dann wohl löslichen Kaffee getrunken haben. Oder ob die dann zum Schluss kaputt war. Die ist ja ganz auseinandergebaut. Seht ihr, da hinten ist der Drucktank von der Kaffeemaschine. Da oben ist die Druckerhöhungspumpe für die Kaffeemaschine. Und ja, der Rest ist alles abgebaut hier. Alles auseinander. Eine große Schublade, wo man dann den Kaffeesatz abschütten konnte. Ja, da sind hier die Siebe. Aber schon alles fest hier. Ja, und guck mal hier. Da geht es ja noch weiter. Hier sind sogar noch Getränke drin. Und der O-Saft. Ja, hier guckt euch den Tomatensaft mal an. Und der ist ja bestimmt nicht mehr gut jetzt. Aber gut, der ist ja auch schon auf. So. Da. Bier. Sangria. Alles Mögliche. Die Truhe ist leer. Geh doch mal in deinen guten Wein. Mal an, da hat man für die Gäste sogar Karten gehabt in verschiedenen Sprachen. Willkommen, willkommen, bienvenidos. Also, weiß ich, ob ihr das da jetzt so sehen könnt. Dann steht es auf Deutsch, willkommen. Ja. Ja, das sieht ja auch interessant aus. Guckt euch das, habe ich auch noch nie gesehen. Cana Mallorca. Likör, Marina, Mandarina, Mandarina, also Mandarinenlikör. Aber was so witzig ist, ich habe jetzt gedacht, hier hat einer was gekifft oder so. Aber nee, das ist irgendwie zum Likör ausgießen. Dann kommt man das über den Trichter da oben rein und dann den Likör darüber wieder ausschenken. Nicht schlecht. Mhm. Ja, hier gab es dann auch, guck mal an, hier König Ludwig Weißbier, San Miguel, das hatten wir draußen schon. Dann hier die verschiedenen Sorgen und dazwischen das lustige Taschenbuch. Wer kennt das nicht von mancher Sitzung auf dem Klo? Der Glückstaler. Na, ich glaube, der Glückstaler war dann zum Schluss dann hier nicht mehr so unterwegs. Ja, einen eigenen Fuhrpark hat sie auch gehabt. Jede Menge Fahrräder, alles völlig verstaubt hier und verrostet inzwischen. Ja, beim Flohmarkt sollten die noch 20 Euro das Stück kosten. Ich weiß nicht, was das war. Ich habe dir eben schon mal gesagt, hier mit dem Geld und hier guckt euch diesen 200-Euro-Schein an. Wobei, wie gesagt, das ist eine Attrappe. Aber was keine Attrappe ist, ist hier, guckt mal an, eine TÜV-Plakette. Die liegt hier auch einfach rum. Gut, 2017 schon abgelaufen, das Ganze kein TÜV mehr drauf, also es hilft keinem mehr. Aber die liegt hier einfach so zwischendurch. Naja, gut. Vielleicht war das alles eine Herzenssache. Ich glaube, hier sind schon so manche Stars eingegangen. Guckt euch diesen
stopp mal an hier. Das ist nicht nur zum Wandern gut. Da kann man auch mal hier jemand zu Hause machen. Man kann damit ein bisschen, ja, der Essen schmeckt. Und zum Zeigen sowieso, das tun wir jetzt nochmal. Wir haben noch ein bisschen was gefunden. Guck mal hier. Möd, sagt man das, ja? Schöne Champagner hier oder ein Pomeranz Champagner. Das gab es hier, das muss hier wohl geflossen sein. Und guck mal hier, ich hab mal was gesehen. Hier, die gute Stielkettensäge. Hier, der ist noch. Die Kettenspannung, doch, da könnte man noch mit arbeiten. Für die kleinen Racker ist da auch was dabei gewesen. Hier, guckt euch dieses Motorrad an. Fehlt allerdings die Batterie, die müsste man mal wieder ergänzen. Ansonsten kann man doch da prima mit fahren. Ne? Also, ja. Oh, guck mal, da ist noch eine Kettensäge. Noch eine, noch eine Stiel. Und Jacqueline hat die bestimmt benutzt. Da ist der Name. Die gute Jacqueline. Ne? Klavier steht hier auch noch. Mal sehen, ob das noch bestimmt ist. Aber vielleicht haut die Harfe hin, das ist ja ein Flügel. Und einen Flügel kann man ja aufmachen. Und der ist auf. Mal gucken. Nö. Völlig verstimmt das ganze Ding. Schönes Ding gewesen eigentlich mal, aber naja. So ist das manchmal. Also gerade jetzt ging es ja wieder durch die Nachrichten, Thomas Cook und so weiter, pleite. Ich möchte nicht wissen, wie viele Hotels in der nächsten Zeit so aussehen. Warum dieses Jahr hier zugemacht, weiß ich nicht. Wie immer, wenn ihr was wisst, schreibt es da bitte in die Kommentare, aber nicht wo es ist, weil das soll ja kein Pilgerort werden, wie immer. Also wie gesagt, wir sind hier jetzt mal rein, weil was auf war. Ansonsten war hier schon Ewigkeiten keiner mehr drin. Nur gesagt, das letzte war dieser komische Flohmarkt. Man hätte sogar mit Karte bezahlen können. Könnte ich mal zeigen hier. Kartenzahlungsgerät ist auch noch da. Aber ohne Strom jetzt. Ne? Ja, aber so ist das dann. Also. Tja, schade. Wir gucken uns weiter. So, da haben wir hier noch eine Tür. Ein bisschen speckig sieht die aus und geht dann letztendlich auch in die Küche. Riecht so ein bisschen komisch hier, so richtig so bah, nach Gammel. Bah, yes, ja, steht ja aber auch alles noch rum. Ne? Guten Oliven, die haben also auch schon bessere Zeiten gesehen. Da war mal irgendwas drin. Oh, wow, naja, es stinkt hier echt erbärmlich. Na gut. Haben wir eine schicke Küche hier. Guckt mal an, mit allem Zip und Zap. Torten haben sie hier, so einen Tortenvorschneider, Form, Milchreis, den guten Dr. Oetker Milchreis dazwischen und jede Menge Gewürze. Hier, alles Mögliche. Ich weiß, was das alles ist. Canela Molina, das ist ja Zimt. Da hinten ist Canela in Stücken, also Zimt in Stücken. Ja, richtigen Konvektomaten. 1, 2, 3, 4, 6 Flammen mehr hat da noch. Na gut, alles nicht mehr so top in Schuss. Aber war mal gut. War mal gut. Ja, hier ist dann Sackgasse. Und hier das Ganze nochmal von der anderen Seite. Aber hier muss ich wieder raus, das muffelt. Also, ist schon, boah. Ach, guck dich mal an hier. Kennt ihr das noch? Die Salatschleuder von Moulinex. Ja, was hat es hier auch gegeben? Da hinten steht noch eine Paella-Pfanne. Der Koch hat seine Klamotten auch noch hier. Seht ihr das? Ja, aber wie gesagt, nichts mehr los. So, das war's dann mal wieder. Hinter uns sind noch mehr Hotelzimmer. Die sehen alle gleich aus. Da müssen wir jetzt nicht überall rein. Das ganze Hotel oder die Anlage steht still. Und das, ich denke mal, spätestens seit 2016, so wie wir das in den Urkunden gesehen haben, der Pool ist leer. Und da sind wir dann nämlich jetzt auch am Anfang
unserer Geschichte, wo wir gestartet sind. Das war hier an diesem Pool. Hinter uns ist die Insel Alcatraz. Also wir drehen uns mal eben um. Da seht ihr das. Da ist die Insel Alcatraz. Oder eben halt der Planschbereich, extra abgezäunt für die Kinder, damit die hier nicht in den großen Bereich kommen. Ja, wem es gefallen hat, der lässt einen Daumen da. Wem es nicht gefallen hat, da schaltet in den nächsten Kanal. Wenn ihr wisst, wo es war, bitte nicht verraten, das soll ja hier keine Pilgerstätte werden. Und wer was zu erzählen hat oder wer vielleicht mal Urlaub gemacht hat, kann ja mal erzählen, wie es hier früher war. Ist bestimmt auch spannend. Und wenn ihr noch euren Urlaub noch nicht gebucht habt fürs nächste Jahr, vielleicht ist ja mal Mallorca wieder an der Reihe, denn wir haben gerade gehört in den Nachrichten, also die Saison war nicht so gut wegen der Pleite von Thomas Cook, haben viele Hotels früher zugemacht. Und wenn das eben halt zu schlimm wird, naja, dann könnte es sein, dass hier irgendwann noch mehr Hotels schließen müssen. Und dann sieht das so aus wie bei diesem, dass man riesige Anlagen hat und alles lost ist. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder. Ich bedanke mich nochmal bei Philipp, der heute hier mit war und mitgeholfen hat, die Aufnahmen zu machen. Und beim nächsten Mal, ja, sind wir wieder irgendwo im Nirgendwo oder mit einer spannenden Geschichte von Mallorca wieder unterwegs. Bis dann. Ciao.